Herzlich willkommen zu einem neuen Video, liebe Leute. Einige von euch haben wahrscheinlich das Studiobau-Video erwartet. Allerdings habe ich das wieder zeitlich nicht geschafft, weil ich war übers Wochenende in Berlin und da hatte ich einen Job. Und was es eigentlich ist, das seht ihr am kommenden Sonntag auf einem anderen Kanal. Und wenn ihr genau wissen wollt, auf welchem Kanal, dann folgt mir auf Instagram, da werdet ihr das auf jeden Fall erfahren. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt mal erstmal in die Thematik des Videos. Ich hatte nämlich einen Vorschlag von einem Zuschauer bekommen. Wie ihr schon am Titel Thumbnail erkennen könnt, geht es um Must-Have-Plugins. Was braucht man unbedingt als Musikproduzenten für Plugins, damit man, sag ich mal, ordentliche Songs produzieren kann? Ordentlich Songs produzieren ist eine subjektive Meinung, finde ich. Und deswegen sage ich schon euch vorweg, das ist meine Empfehlung, was ich denke, was Must-Have sind. Ich habe die Must-Have-Plugins ausgesucht, mit denen ich am regelmäßigsten arbeite und habe die dann natürlich aufgeteilt in Instrumenten und FX. Und ich würde einfach sagen, wir fangen mit den Instrumenten an, die ich als Must-Haves ansehe. Das erste Instrumenten-Plugin, was ich euch empfehlen kann, ist Serum. Das kennt bestimmt der ein oder andere schon etwas länger. Und das ist für mich so das Go-To-Plugin schlechthin, weil zum einen, man findet sehr viele Tutorials auf YouTube zu Serum. Man findet auch sehr viele Presets, sei es free oder zum Kauf. Da macht man auf jeden Fall nichts Falsches dabei, wenn man sich Serum gönnt. Das zweite Instrument-Plugin, was für mich auf jeden Fall ein Must-Have ist, ist Keyscape. Ich habe mich davor immer etwas gesträubt wegen dem Preis, weil es kostet auch nicht gerade wenig, aber es hat sich gelohnt, das Geld zu nehmen und zu investieren, weil ich muss sagen, ich habe noch nie so gute, hochwertige Klaviersounds gehabt. Wenn ihr das euch gönnen könnt, macht es auf jeden Fall. Das dritte Instrumenten-Plugin, was auf jeden Fall immer wieder vorkommt in meinem Arsenal, ist von Korg das M1. Der Korg M1 ist auf jeden Fall eine etwas ältere Generation an Keyboard-Sounds, aber ich setze das immer wieder ein, sei es gerade für moderne House-Musikproduktionen, weil das House-Piano und diese House-Orgel sind einfach die legendärsten Sounds, die man vom M1 kennt. Und deswegen sage ich euch, M1 ist the way to go. Und das vierte Instrumenten-Plugin ist ebenfalls von Korg und ich finde, das ist ein even more must have, weil es ist nämlich der Korg Triton. Wie einige von euch wissen, habe ich dieses Keyboard auch nicht nur als Plugin, sondern auch als echtes Gerät. Aus dieser Workstation sind so viele Produktionen entstanden, vor allem sehr viele Julian Bam Songs. Also ich glaube, ich habe schon fast das halbe Keyboard da in den Songs verarbeitet. Definitiv ein must have, also gönnt euch. Also für die ganzen Hip-Hop-Producer da draußen, die fette 808s suchen und selber bauen wollen, da kann ich euch folgendes Plugin empfehlen, was ich sehr gerne nutze, und das ist Sublab XL. Sublab XL ist auf jeden Fall für mich ein 808 Powerhouse Plugin, wenn es darum geht, fette 808s zu bekommen. Es ist ein Plugin, was Sampling mit Klangsynthese kombiniert und das kann man sich dann einstellen, wie man will. Man kann sich auch eigene 808s dann nochmal richtig zusammenbauen. Es ist für mich auf jeden Fall das Nonplusultra. Also wenn ihr sagt, ich brauche was Fettes, eine richtig geile 808, dann gönnt euch auf jeden Fall Sublab XL. Kommen wir zu meinem letzten Must-Have-Instrumenten-Plugin und das ist Kontakt. Kontakt habt ihr auch bestimmt schon mal gehört, ist halt ein Sampler. Nicht nur irgendein Sampler, sondern der Sampler für fette Sound-Libraries. Denn Kontakt ist für mich essentiell als Filmcomposer, denn dort befinden sich viele Sound-Libraries wie meine Streicher, meine ganzen Bläsersätze. Und ich finde, wenn ihr Filmmusik machen wollt, dann gönnt euch auf jeden Fall Kontakt. Das kann nicht schaden. Ich würde sagen, wir kommen jetzt zur Effektsektion. Da zeige ich euch wirklich nur das Wichtigste, was ich wirklich regelmäßig nutze. Fangen wir mit dem ersten an. Und das ist von Nicky Romero Kickstart 2. Kickstart 2 ist einfach nur ein Sidechaining-Tool, was ihr dann einfach auf eure Spur legt, wenn ihr Four-to-the-Floor-Musik macht. Und schon habt ihr einfach dieses geile Sidechaining mit verschiedenen Parametern. Aber das Coole bei Kickstart 2 im Gegensatz zu dem ersten Kickstart ist, dass ihr jetzt quasi auch MIDI triggern könnt oder per Audio, wenn ihr wollt. Das heißt, ihr könnt einfach ein Sidechain-Signal zu Kickstart senden, das heißt zum Beispiel die Kick, und je nachdem, wie lang die Kick ist, so lange wird das Sidechaining getriggert sein. Es macht Spaß damit zu produzieren und man kriegt auch schnell ein Ergebnis damit. Kommen wir zum zweiten Effekt-Plugin. Wenn ihr merkt, dass eure Drums nicht fett klingen, aber ihr wollt unbedingt, dass die Kick richtig ballert, die Snare richtig slappt, dann kann ich euch natürlich von Decap das Plugin Knock empfehlen. So here's the breakbeat. And you can adjust the pitch. Eure Drums werden instant mehr knallen. Das dritte Plugin kennen bestimmt schon sehr viele und es ist natürlich auch for free. Es ist
Fresh Air. Fresh Air nutze ich hauptsächlich für Vocals, um den ein bisschen mehr Crispiness zu verpassen, ein bisschen mehr Präsenz. Und ich finde, das ist ein sehr, sehr intuitives Tool. Man muss nicht viel verstehen, man muss es einfach nur hören und es macht einfach den Sound viel schöner. Ich weiß eigentlich nicht, warum das for free ist, weil es ist ein sehr, sehr gutes Tool. Das nächste Plugin ist definitiv auch ein Must-Have, aber das kennen ja auch schon viele wahrscheinlich. Und das ist von Antares, das Auto-Tune-Plugin. Ich selber persönlich nutze tatsächlich nur Auto-Tune for Artists. Wer sich die Pro gönnen will, soll er machen. Ich brauche es nicht, weil ich denke, die for Artists-Version reicht vollkommen aus. Und wenn wir schon bei Auto-Tune sind, natürlich gibt es auch von Waves ein Auto-Tune-Plugin. Ich glaube, es heißt Waves Tune Realtime, bin mir aber nicht sicher. Finde ich auch ganz gut. Nutze ich auch hin und wieder mal, aber nicht so oft wie gesagt, Antares Auto-Tune. Müsst ihr auf jeden Fall für euch selber entscheiden, was ihr davon gerne nehmen möchtet. Das nächste Plugin, was definitiv 100% das Plugin ist, was für mich das größte Must-Have ist überhaupt. Und das ist Melodyne. Melodyne gibt es natürlich in drei Abstufungen. Ich glaube Essential, for Artists und natürlich die Studio-Version. Ich nutze natürlich selber die Studio-Version. Da gibt es halt Features wie zum Beispiel mehrere Spuren gleichzeitig Melodyne, was ich natürlich sehr, sehr praktisch finde, wenn ich Harmonien tunen will oder Doubles tunen will oder Timing Issues, wenn jemand nicht gerade tight gesungen hat, dann kann ich das auch hin und her schieben. Wird in allen Produktionen, die ihr von mir gehört habt, immer eingesetzt. Es ist definitiv das Must-Have-Plugin schlechthin. By the way, ich habe hier mir die Plugins alle aufgeschrieben, die ich geil finde. Vielleicht muss ich ein bisschen Gas geben mit diesen Plugins, weil es doch ein paar. Da wäre auf jeden Fall die ganze Fab-Filter-Reihe. Für mich sind natürlich wichtig eher der Pro-Q 3, der Pro-C, also der Kompressor, der Limiter von FabFilter. Das sind alles Plugins, mit denen ich tagtäglich arbeite, weil die sind auf jeden Fall nicht wegzudenken. Gerade dieses Pro-Q 3, weil das sind so gute Plugins, das ist unglaublich, kosten auch ein bisschen was, aber wirklich, die sind jeden Euro wert. Das nächste Plugin ist für Leute, die ein bisschen faul sind und nicht gerne Frequenzen säubern. Dann müsst ihr euch auf jeden Fall Soothe geben, denn das ist wirklich ein Plugin, was dir jetzt so viel Zeit erspart. Um Störfrequenzen zu entfernen oder ihr braucht ein bisschen Platz in eurem Mix, dann kann euch Soothe auch da ganz gut helfen. Was ich noch für Vocals gerne einsetze, ist auch ein Must-Have-Plugin, finde ich, was wahrscheinlich nicht so viele nutzen werden oder benutzen wollen, aber ich finde, das ist schon wichtig zu nennen. Und das ist der Vocal-Doubler von iZotope. Wie ihr schon am Namen hört, doppelt der eure Vocal, die ihr aufgenommen habt. Und das Plugin ist tatsächlich for free. Das setze ich tatsächlich für meine Produktion sehr oft ein. Zum Mastering muss ich ja nicht viel sagen. Ich nutze ein anderes Mastering-Tool und das ist von Slate Digital. Und das ist, ich kriege das nicht zusammen, FGX2. Und dieses FGX2 ist, keine Ahnung, es klingt richtig gut, es klingt richtig sauber. Bevor ich es jetzt vergesse, weil einige fragen werden, was benutzt du denn für einen Reverb oder was benutzt du denn für einen Delay? Ganz obviously, das Valhalla Vintage Verb, glaube ich, heißt es, und das Valhalla Delay. Das sind auf jeden Fall zwei meiner Lieblingsplugins, die ich sehr gerne einsetze. Und wenn wir gerade beim Mastering sind, dann darf natürlich ein Metering-Tool nicht fehlen. Und da nutze ich tatsächlich diese Free-Software Span. Und das finde ich ein Must-Have. Leute, ich hoffe, das Video war hilfreich für euch. Und falls ja, gerne mit einem Daumen hoch zeigen oder schreibt mir gerne einen Kommentar, was ihr gerne noch wissen möchtet. Ich habe natürlich jetzt nicht alle Plugins aufzählen können, weil dann wäre das Video wahrscheinlich eine Ewigkeit lang geworden. Deswegen gerne in die Kommentare, wenn ihr noch irgendwas wissen wollt. Oder gebt mir gerne Feedback, was ihr so für Plugins nutzt. Vielleicht entdecke ich ja coole Plugins bei euch. Wie gesagt, das Studiobau-Video ist in Arbeit. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein.